China und der Brexit, das werden die beiden bestimmenden Themen heute an den Märkten sein. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Gehen wir gleich in die Thematik. Gehen wir zunächst mal zum Brexit. Und da wird es wohl schwer nach neuesten Erkenntnissen für Boris Johnson, die Abstimmung hier am Samstag im britischen Parlament zu gewinnen. Er hat ja bis auf eine einzige Abstimmung bisher alle Abstimmungen verloren und die Arithmetik, die spricht relativ klar gegen ihn. Es müsste schon irgendwie ein Wunder passieren, wie der Economist hier schreibt. Es müsste irgendwie vielleicht ein Gamechanger hier, dass Johnson vermitteln kann. Leute, wenn es keine Zustimmung gibt, dann gibt es auch einen sofortigen Austritt dann am 31. Oktober ohne irgendeinen Deal. Das ist zwar wenig glaubhaft, das hat ja Juncker ihm gestern noch mitgegeben sozusagen als Druckmittel, aber es wird wohl nicht geglaubt werden. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es zu einer Niederlage kommt. Und dann geht das ganze Geschiss, wollte ich schon fast sagen, weiter. Johnson ist aufgrund der Gesetzeslage, das Parlament hat dieses Gesetz, den Ban Act, verabschiedet, gezwungen dann, um eine weitere Aufschiebung des Brexit-Termins zu bitten. So oder so, Economist hat hier mal ausgerechnet, was für die Briten dann auf sie zukommt mit dem Johnson-Deal, nämlich weniger Einkommen für den Durchschnittsbriten pro Jahr von 6,4%. Mit dem May-Abkommen, das Theresa May ja geschlossen hatte, wären es nur minus 4,9%. Also es ist ein bisschen schlechter aus Sicht der Ökonomie, aber es ist eben zumindest mal eine Lösung ohne diesen Backstop, der ja sozusagen für die Briten so schwer zu verdauen ist. Schauen wir uns mal das Prozedere an, ganz kurz, was dann passieren würde. Hier eine Grafik von Statista, hervorragend. Wenn es also ein Nein gibt im britischen Parlament, dann wird man entweder ohne Deal rausgehen oder eben mit einem Deal, wenn es ein Yes gibt, wenn es ein Ja gibt. Und dann hier die Optionen, wenn es ein Nein geben wird, dann muss Johnson eben diesen Aufschub beantragen. Tut er es nicht, müsste er im Prinzip zurücktreten und es gibt ein Misstrauensvotum im Parlament, dann könnte möglicherweise die Queen Jeremy Corbyn, den Labour-Chef, beauftragen mit der Regierungsbildung. Corbyn hat ja schon gesagt, Labour wird mit Nein stimmen und sich für ein zweites Brexit-Referendum einsetzen. Also die Dinge, die werden nicht gerade einfacher. Am Samstag werden wir dann mehr wissen. Schauen wir uns das zweite große Thema an. Das ist China. Das hat heute, Peking hat heute die BIP-Zahlen gemeldet mit 6,0% unter der Erwartung von 6,1%. Das ist, was das Wachstum betrifft, zum Vorjahresmonat der schwächste Wert seit Aufzeichnung der Daten, immerhin seit 30 Jahren. Wir haben eine etwas bessere Industrieproduktion mit 5,6%. Da war 5,5% erwartet. Allerdings muss man wissen, dass in China die Industrieproduktion ein bisschen anders berechnet wird. Wir haben Retail Sales, wie erwartet, also Einzelhandelsumsätze, Fixed Asset Investment etwas geringer, also eher leicht enttäuschende Daten, Industrieproduktion besser, der Rest tendenziell schwächer. Die asiatischen Märkte haben zunächst mal leicht positiv reagiert auf die Daten, weil man sich gesagt hat, na, da muss mehr Stimulus kommen. Inzwischen hat sich das aber so ein bisschen abgeschwächt. Inzwischen sind die US-Futures im Minus. Schauen wir uns, apropos US-Futures, mal ein paar interessante Dinge an, die vielleicht wissens- und erwähnenswert sind. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass die S&P 500 Unternehmen inzwischen mehr für Buybacks, also für Aktienrückkäufe und für Dividenden ausschütten, als sie freien Cashflow haben. Das gab es zuletzt kurz vor der Finanzkrise. Wir haben dann die Aussage von Guggenheim Investment, die hier analysiert haben, pass auf, wann wir Rezessionswahrscheinlichkeiten haben wie derzeit, dann kann selbst die Notenbank, die Fed, das Ganze nicht mehr verhindern. Sie kann nur den Eintritt der Rezession verlangsamen. Gleichwohl sind die Analysten sehr optimistisch. Hier die Prognosen für den S&P 500 in den nächsten 12 Monaten gehen von einem Plus von 13% aus. Das ist durchaus kräftig. Wir haben gleichzeitig zum Beispiel den Technologiesektor im S&P 500, was das Price-Earnings-Verhältnis betrifft, also praktisch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, bei 19,62, höchster Wert seit 52 Wochen, also seit einem Jahr. Interessant ist, dass derzeit praktisch kaum einer short ist. Wir haben die niedrigste Shortquote im S&P 500 seit dem letzten Oktober. Im letzten Oktober startete ja ein Abverkauf, Sie erinnern sich, dann Erholung im November, im Dezember nochmal ein Abverkauf. Es liegt vorwiegend
an den meistgeschorteten Stocks, die Aktien, die also im Oktober praktisch diesen Aufschwung mit ermöglicht haben. Da wurden also Shorties gegrillt, aber die sind jetzt eben nicht mehr so wirklich vorhanden, beziehungsweise nur noch in sehr geringer Quote. Dadurch wird die ganze Geschichte schwieriger. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben Coca-Cola, 12.55 Uhr. Wir haben, das wird vielleicht das Wichtigste, um 13.30 Uhr American Express, weil das so ein bisschen zeigte, wie schaut es wirklich aus mit den Konsumenten. Wir haben dann Schlumberger aus dem Ölsektor und wir sehen, dass die sogenannte CEO Business Confidence, also das Vertrauen, die Zuversicht der CEOs in amerikanischen Unternehmen so tief ist wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Also wir sehen, wir haben auf der einen Seite Optimismus bei Analysten. Wir haben riesige Buybacks nach wie vor, auch wenn etwas geringer als 2018. Es werden wahnsinnige Dividenden ausgeschüttet, aber die CEOs sind deutlich skeptischer geworden. Und normalerweise würde man ja vermuten, dass das Insider sind und sie verhalten sich auch so, denn die Insiderverkäufe sind in diesem Jahr auch auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise. Das heißt, die Herrschaften verkaufen für sich persönlich Aktien, kaufen für ihre eigene Firma aber die eigenen Aktien der Firma wieder zurück. Das ist ein bisschen haarsträubend, ein bisschen erklärungsbedürftig. Ansonsten keine Termine auf der Agenda, deswegen rein in die Charts von Capital.com. Wir sind bei 2.900, knapp 91 im S&P 500. Wir sehen, dass wir nach wie vor an dieser 3.000er-Marke nicht wirklich uns absetzen können. Wir haben den Dow Jones 26.982. Was übrigens auffällig ist, das ist das, was ich kürzlich schon gesagt hatte, Bankwerte laufen tendenziell gut, Tech läuft tendenziell schlechter. Jetzt haben wir hier den Bankindex BKX, der könnte möglicherweise nach oben ausbrechen hier. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass praktisch die Banken in Relation zum S&P, also die Bank-Spider-Ratio, praktisch auch hier auf Ausbruchsniveau ist. Das wäre für die Märkte vielleicht gar nicht so schlecht, aber es dürften Umschichtungen passieren. Die Zinskurve versteilt sich. Es passiert das, was ich schon mehrfach gesagt hatte, die kürzer laufenden Anleiherenditen fallen tendenziell, während die länger laufenden Anleiherenditen oder die länger laufenden Anleihen wie 10-jährige, 30-jährige oder Staatsanleihe, da steigen die Renditen, die Zinskurve versteilt sich, das ist gut für die Banken. Die Fed versucht damit einerseits den Banken zu helfen, andererseits den Staat zu finanzieren, der immer stärker ausufernde Verschuldung betreibt. Darauf wird zu achten sein. Zurück in die Charts. Wir sehen deswegen etwa zum Beispiel den Russell 2000, der sehr viele inneramerikanische Finanzwerte enthält, relativ stark und in dem Tech etwas schwächer hier, der Nasdaq bei 7.900 und knapp 18. Schauen wir uns den DAX an, was wird der aus der ganzen Schose zaubern? Der deutsche Leitindex ähnlich stark wie derzeit der Nikkei. Man hat das Gefühl, da sind so ein paar Umschichtungen, die derzeit passieren. Wir haben den DAX jetzt bei 12.616. Wir waren gestern ja bei 12.800. Das könnte es schon gewesen sein. Nochmal der Spike nach oben, dieses 12.800er Niveau ist durchaus ein harter Widerstand. Und wir sind ja ein paar Pünktchen schon gestiegen beim deutschen Leitindex. Der Euro kann sich weiter über der 1.11 behaupten, 1.1124. Wir sehen das Gold bei 1.492 Crude nach den gestrigen Lagerbeständen, die über 9 Millionen Barrel gestiegen waren, dennoch nach oben gegangen, jetzt allerdings bei $53,82 und das, obwohl jetzt erstmal ein Waffenstillstand in Syrien verhandelt wurde. Die Bilder waren herrlich, Pence mit Erdogan, so viel Frost, so viel Eis habe ich noch nie gesehen in meinem Leben wie zwischen den beiden und Erdogan musste zähneknirschend diesen Waffenstillstand zustimmen. Das wäre eigentlich ein Entlastungsfaktor für Öl, könnte also den Preis dann ein bisschen drücken. Wir werden sehen. China ist ein großes Thema. Es wird auch am Wochenende möglicherweise ein großes Thema, denn es sind Demonstrationen in Hongkong angekündigt und da könnte es nochmal richtig krachen. Und dann die Abstimmung am Samstag im britischen Parlament. Also das wird vielleicht ein heißes Wochenende. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.